Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Story. Wir gehen es jetzt nochmal an und besiegen jetzt hoffentlich den doofen Doktor. Ich bin gut vorbereitet, denke ich mal. Ich habe sogar so gesehen 2 extra Herzen. Ich habe da was auf dem Herzen. Yep, wir überspringen es. Es kann ja losgehen direkt. Wir wissen ja, was passiert. Was ist das? Okay, es ist ein Agnaktor. So, Fendels Verlust eines Herzens im Kampf. Alles klar. So. Verdammt, das Vieh ist so übel. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich habe ja noch Ausdauerfleisch und, es gibt Leben wieder und halt Ausdauer. So, dann wollen wir mal. Jetzt gibt es auf die Mütze. Hoffentlich. Oder auch nicht. Und weg ist die Kraft. Ja gut, seine Resonanz und seine Verteidigung sind hoch. Da müssen wir den Kopf zermalmen. Ja, nein. Moment, Tech ist schlecht. Gegen Geschwindigkeit, oder? Wir kriegen zwar eh keine Dings dazu, aber wir machen Schaden. Und das ist das Wichtigste. Hä? Ich habe doch eben auch Tech gemacht. Warum gab es denn keinen Superangriff? Oh, das könnte wehtun. So, diesmal aber. Wird auf jeden Fall nochmal Zeit für ein Ausdauerfleisch auf mich. Okay, so, dann wird Zeit für eine Heilung. Ja, okay, haben wir den Kopf abgerissen? Ja, der Kopf ist weg, oder? Ja, yeah, sehr gut. Jetzt noch schnell den Schwanz wegballern. Es könnte diesmal super einfach werden. Ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem Trainieren. So, lieber Agnaktor, was machst du nun? Ah, toll. Beide Tech, passt schon. Objekt fallen gelassen. Ah, okay. Tech, Tech, Tech. Jetzt wird erstmal weiter getackelt. Oh, der hat einen Kraftangriff, verdammt. Okay, wisst ihr was? Es wird Zeit. Ich weiß nicht, ob wir jemals Rattalos Fähigkeit Himmelhochfahrt schon gesehen haben. Oh oh. Aber sie kommt jetzt. Ja, sehr niedlich. Mistvieh.
Und ins Gesicht. Kein Effekt. Ich sollte es jetzt verwenden, weil ganz ehrlich, wir werden eh runtergeschmissen. Ah, doch nicht. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Mistvieh. Sieg. Ja, Sieg kaputt. Kaputt gesiegt. Okay, Gott sei Dank. So, dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Nein, meine Schöpfung. Wir haben es geschafft, Partnerin. Es scheint, der Bindungsstein ist aufgeladen. Die Bindungsstein, der. Pling. Oh oh. Och nö. Narren, gebt mir meinen Bindungsstein. Damit kann ich meine Forschung beenden. Juck, juck, ihr braucht euch nicht querzustellen. Oh nein, das lasse ich nicht zu. Oh. Ich glaube, ab hier übernehmen wir. Leute! Ihr meine geliebte Schöpfung. Ihr wagt es nicht, euch gegen mich zu stellen. Zielen. Zünden die Lunte an. Yeah. Lasst euch das hier schmecken. Feuer. Ah. Oh oh. Nummer 5, mach, dass du wegkommst. Leute, was mit euch? Keine Sorge, wir kennen den Ort so gut wie keinen anderen. Los jetzt. Wahrlich, ich bin mir sicher, dass wir uns bald wieder treffen, Nummer 5. Kapiert, wir sehen dich in der Stadt. Wir sehen dich in der Hölle. Oh, arme Ratter. Tada! Wow, das war mein erster Monster Ride, Herr Rathalos. Vielen Dank für die Hilfe. Oh oh, oh nein. Oh nein. Ja, wir haben verfotet viel Ärger. Der schwarze Pesthauch, er ist hier. Och, wie nice. Filger, dein Bindungsstein. Damit kannst du den Pesthauch aufhalten. Aju. Ich knutsche dein Barot. Es hat funktioniert. Den Göttern sei Dank, der Pesthauch hat ihn nicht erwischt. Es sollte dir gut gehen, solange du einen Bindungsstein besitzt. Zurückbleiben, der Pesthauch hat ihn erwischt.
Er ist nur eine Bestie, die besiegt werden muss. Cheval, was machst du denn hier? Du arbeitest so etwa nicht mit dem Doktor zusammen. Krummel, ich arbeite mit niemandem als Team zusammen. Aber mit dem Bindungsstein können wir den Pest auch daran hindern, ihn zu steuern. Ratter und Filger können nicht gegen sowas wie den Pesthauch verlieren. Als ob ich das glauben würde. Gut, wenn du nichts dagegen unternehmen wirst, dann werde ich das tun. Oh Mann, Cheval, du bist so ein Spasti. Was machen wir, Kumpelin? Das ist klar. Lass uns Ratter beschützen. Na, ein Traum ist das. Wir haben nicht mal speichern können und dürfen direkt wieder kämpfen. Zeit zu kämpfen. Es ist Cheval. Wir müssen Ratter beschützen. Du beschützt ein befallenes Monster? Ich muss gleich lachen, Filger. Was ein Spasti, echt? Lieber Spasti, ich benutze mal lieber einen Mummstein. Ist natürlich schlecht, dass wir mit Ratter kämpfen. Ratter hat Stärke und der hat halt Geschwindigkeit ab. Das sieht nicht gut aus. Gestachel wird benutzt. Aber zumindest kein Effekt. Na, komm schon, Kuro. Also nicht Kuro Kurojin, sondern Kuro Pekko. Hallo Kuro, falls du zuguckst. Ach komm schon, erstmal Verteidigungsab. Ach so, zu wenig. Okay, alles klar. Dann hauen wir jetzt erstmal mächtig rein, hoffentlich. Er kann selber Technikangriffe, okay. Sollten wir aber trotzdem gut bedient mit sein. Kennt deiner Vitalität keine Grenzen. Das vergesse ich dem schwarzen Pest auch nie. Vielleicht heile ich erstmal. Wir haben ja eh gleich ein Dings ab. Und hier, Waffen. Achso, das ist Angriff plus. Beschützt du? Beschützen? Du? Ist das ein Witz? So viel zu deinem Bindungsglauben. Ah, das ist sehr schlecht eigentlich. Oh, okay. Haben wir gewonnen? Ach ja, wir können ja im Grunde nicht töten. Macht ja keinen Sinn. Lass ihn einfach, Filger. Es ist zu spät für diesen Ratterloss. Du greifst es immer noch nicht, oder? Ja, da liegst du falsch. Cheval, wir können den schwarzen Pestauch mit unserem Bindungsstein besiegen. Hast du denn gar kein Mitleid? Ja, ich habe davon gehört. Ihr wolltet den Ratterloss zusammen großziehen. Ja, und deswegen ist er auch mein. Es ist auch meine Schuld. Hör mir jetzt mal zu, Filger. Nächstes Mal werde ich mich nicht zurückhalten. Falls sich Anzeichen des Pestauchs bei ihm bemerkbar machen, lege ich ihn um. Darauf hast du mein Wort. Der schwarze Pestauch droht, die ganze Welt zu zerstören. Erinnerst du dich daran? Solch traurige Augen. Wer, Cheval? Nein, sein Monster, diese Rattern, Rattian. Hey, ist dein Ratterlos okay, Spezi? Weißt du, je mehr ich darüber nachdenke, das erste Mal, als wir ihn in Gilderan sahen, war irgendetwas komisch. Vielleicht war er schon die ganze Zeit über so schwarzen, vom schwarzen Pestauch befallen. Nicht schlecht. Es ist so lange zu unterdrücken, was für ein starkes Monsti. Filger, vielleicht ist es nun gegen den Pestauch immun. Und jetzt hast du den Bindungsstein lassen. Lass uns ihn im Auge behalten. Also dann, Partnerin. Los geht's, zurück nach Geofulcrit. Wir können speichern. Ich habe wieder umsonst so ein Herzensding verballert, aber hey, egal. Hauptsache, wir haben es geschafft. Ja, schau mal an, wer ist denn da? Bravo 5, du hast ja alle gerettet, juhu! Es dünkt mich, wir müssen unseren Dank an unsere treuen Freundin Kumpelin richten. Ja, nicht einfach nur Kumpelin, Filger ist meine Partnerin. Ich und Filger bereisen die ganze große Welt. Und ihr solltet wissen, dass ich von jetzt an den Namen Naviru trage. Naviru, was? Passt zu dir, gefällt mir. Also gut, weiter geht's. Die Fäden des Schicksals werden uns eine eigene
werden uns unser eigenes Netz spinnen. Trotz allem wird unsere Verbindung als nummerierte Gefährten allzeit Bestand sein. Meine Pfoten sehnen sich nach einem Wellness-Tag. Ich brauche dringend einen Krallenpediküre. Ich war ein Streuner, bevor ich herkam. Ich habe kein Zuhause, zu dem ich zurückkehren kann. Keine Sorge, deine Sorge entbehren jegliche logischen Grundlagen. Komm, zieh bei mir ein. Wirklich, Linzo? Super. Bis bald, Naviru Frieden. Filga, Dolphy, ihr passt gut auf meinen Bruder auf, alles klar? Darauf kannst du weit wetten, ich sehe dich später. Passt alle gut auf euch auf. Also gut, gehen wir dorthin, wo wir hergekommen sind und sagen du mir Bescheid. Uiuiuiuiui, du kannst nur die Seltenheit 5 Monster reiten. Das werde ich auch gerne machen, denn... Erstmal mit Domi reden. Wir haben ja einen T-Rex gefangen. Also ein Lava-T-Rex. Brachial-T-Rex. Ich kann dir nicht genug danken, du hast unsere Stadt vor den Ruinen gerettet. Jaha, es scheint, als hätten wir diese Stadt im Sturm erobert. Nichts kann uns aufhalten. Jetzt werden wir nicht überheblich. Ja, das gleiche wollte ich auch gerade sagen, Fräulein Ayu, nicht wahr? Wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Ich bin Dolphy und sozusagen ein Rider in Ausbildung. Ich wette, ich kann noch sehr viel von Ihnen lernen. Ein Rider in Ausbildung? Wenn ich gerade darüber nachdenke, was machst du hier, Ayu? Ich verfolge ein Gerücht. Ich habe gehört, ihr würdet einen Ort für Rider-Zusammenkünfte in Albarax bauen. Ich wollte mit meinen eigenen Ohren hören, ob das wahr ist oder nicht. Ja, du bist ja gekommen, damit wir alle zusammen dorthin gehen können. Nein, das ist nicht so, dass ich euch gerne gesehen hätte. Ich bin einfach nur ein wenig mit Frostfang spazieren gegangen und plötzlich waren wir hier, alles klar? Dank des Ritus der Überlieferung stören ihn heiße Orte jetzt nicht mehr. Toll, das ist fantastisch. Als Dank wartet ein Boot unten am Hafen auf euch. Ihr könnt es jederzeit benutzen, wenn ihr es benötigt. Fantastisch, vermutlich werden wir das. Toll, unser eigenes Boot. Das ist mehr als nur super. Stell dir mal vor, die ganzen Fische und Meeresfrüchte. Es scheint, als ob die Katzenleiter nach oben steigen. Nicht wahr, Partnerin? Ah, komm schon. So, jetzt kommt noch ein Auskunft über das Boot. Nein? Okay. Uiuiuiuiuiui. So, erstmal, was machen wir denn jetzt? Wir müssen runter zum Hafen, würde ich sagen. Ach so, die Katzen sind wieder frei. Freuen die sich. Dann mal runter zum Hafen gucken, wo es dahin geht. Hallo, unser Boot. Wo können wir hin? Entschuldigt, Gum. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Blümchen, du bist das wirklich? Ich habe kein Schnurrhaarbreit daran gezweifelt, dass wir uns wiedersehen würden. Also nennst du dich jetzt Naviru? Es scheint dir gut zu gehen. Hey Naviru, wer ist dieses Mädchen? Komm schon, Spitzi, stellt uns allen vor. Nun ja, Blümchen ist... Nun, sie ist sozusagen meine Retterin. Sie ist die Feline, die mein Leben gerettet hat. Ich habe nichts dergleichen getan. Wie auch immer, Naviru, die Ältesten vom Dorf Koapni hat sich so viel Sorgen gemacht. Älteste Mala? Omni? Lass uns zusammen zum Dorf Koapni zurückgehen. Ich kann nicht, ich habe geschworen, nie mehr dorthin zurückzukehren. Naviru, wie kannst du so etwas herzreißend Furchtbares sagen? Jeder ist herzlich eingeladen, sich uns anzuschließen. Ist es wirklich in Ordnung, wenn wir alle mitkommen? Natürlich, dort wimmelt es nur so von Feline, aber das ist genau das Richtige für uns. Ein Dorf voller Feline? Dann komme ich auch mit. Ayu? Es ist nicht so, als ob ich unbedingt gehen möchte oder so. Ich möchte nur nicht unhöflich sein, deshalb schätze ich, dass es besser ist, mitzukommen. Dir zuliebe. Hey, entscheide diese Dinge doch nicht einfach ohne mich. Naviru, bitte, kannst du nicht wenigstens mitkommen und mit dir Ältesten reden? Nun, ich schätze, ich kann schlecht Nein zu dir sagen, Blümchen. Kommst du mit Kumpelin? Okay, danke dir. Die Älteste wird sich so freuen. Mit dem Boot ist das Dorf nur einen Katzensprung entfernt. Los geht's.